Während gestern die US-Aktienmärkte wieder mal gestiegen sind und der S&P 500, der Leitindex der Welt, schon nahe seines Allzeithochs handelt, kollabiert gleichzeitig die Liquidität und das nicht erst seit gestern, auch wenn es gestern besonders umsatzschwach war. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf den heutigen Tag, der hoffentlich etwas saftiger, etwas spannender wird als der gestrige, denn da war Totentanz in Sachen Umsätze. Schauen wir uns mal hier die gehandelten Volumina im Spider an, im SPY, dieses maßgebliche ETF, das den S&P 500 abbildet. Gestern 34 Millionen, das ist der geringste Stand, ja, seit Jahren fast, kann man sagen, seit Thanksgiving im Vorjahresmonat. Thanksgiving ist ja immer Donnerstag frei, bald haben wir es ja wieder soweit, Donnerstag frei, und dann ist Freitag so ein halbherziger Handelstag. Das sind so Volumina, die wir an einem solchen Tag normalerweise sehen, also praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist kaum zu fassen, wenn man sich vorstellt, dass noch vor ein paar Jahren etwa durchschnittlich 200 bis 400 Millionen dieser Kontrakte gehandelt wurden, also fast das Zehnfache. Schauen wir uns mal hier diese Grafik an, die unglaublich aufschlussreich ist. Das ist das gehandelte Volumen von S&P 500 Aktien in Relation zur Marktkapitalisierung des Marktes. Und hier sehen wir, 2010 waren wir noch bei 40%, dann ging es immer weiter nach unten. Jetzt sind wir so bei 6-7% derzeit. Wir haben Untersuchungen, die zeigen, dass wir bei einer durchschnittlichen Aktienorder in den USA noch vor einigen Jahren, vor 3 Jahren, 243 Stück pro Order hatten. Jetzt haben wir 133 Stück, also das hat sich fast halbiert, kann man sagen. Nun kommen noch ETFs obendrauf. Da ist natürlich, sind diese Ströme nicht erfasst. Es kommen die Futures noch obendrauf, aber es ist grundsätzlich so, dass sozusagen ohne die Algos scheinbar nichts mehr geht. Und was passiert, wenn diese Algorithmen nicht mehr kaufen wollen? Das haben wir eben im letzten Dezember gesehen, als die Märkte ja so massiv nach unten gegangen waren, weil schlichtweg die Käufer fehlten und eben die Liquidität nicht da war und die Algos sich gesagt haben, nö, da kaufe ich nicht, wenn die Vola zu hoch ist, die Volatilität nämlich, dann haben diese Algos grundsätzlich die Order sozusagen nicht sich reinzukaufen in den Markt. Dementsprechend ist das durchaus eine Gefahr, ist das durchaus ein Trend, der wirklich besorgniserregend ist. Gleichwohl, man freut sich in den USA, denn die Dinge sind ja so großartig. Wir haben optimistische Aussagen von Donald Trump gehört, vor allem zum Handelskrieg. Die haben wir zwar schon in den letzten Jahren immer wieder gehört, aber sei es drum, wir haben die Abstimmung zum Brexit erst am Donnerstag jetzt, wird also heute nicht stattfinden, wie vielleicht ursprünglich gedacht, aber wir sehen, dass jetzt die Berichtssaison wieder in den Fokus kommt. Was wir hier sehen, das sind die Earnings per Share Erwartungen für den Tech-Sektor. Und da sehen wir, da tut sich nicht viel. Da läuft das eigentlich seitwärts seit einiger Zeit. Aber der Markt geht deutlich weiter nach oben. Das wird hier bestätigt durch den Vergleich zwischen dem Jahr 2018 und 2019, den Liz Ann Saunders hier veranstaltet hat. Hier sehen wir Earnings Growth beim S&P 500. Das war im Jahr 2018 noch sehr gut. Und die sogenannte Price Earnings Expansion, also praktisch wie teuer sind die Aktien, um es mal runterzubrechen, das war durchaus noch okay. Jetzt sind die Aktien teurer geworden und die Profite sind ein bisschen verschwunden. Wir haben insgesamt, und das ist auch sprechend, jetzt gesehen, dass die Analysten ihre Prognosen für 2020 massiv nach unten genommen haben in den letzten Tagen, unbemerkt von der Öffentlichkeit. Da sind wir hier so stark gefallen wie seit Januar nicht mehr, oder eine so starke Korrektur. Man hat sich Wunderdinge vom Jahr 2020 vorher erwartet. Kein Wunder sozusagen, dass man das jetzt ein bisschen revidieren muss. Und das kann vielleicht eine Rolle spielen, denn wir hatten Ähnliches letztes Jahr schon mal gesehen, als eben hier die Gewinnerwartungen auch massiv nach unten genommen worden waren, nämlich im Herbst 2018. Hier sehen wir die Gewinnerwartungen, hier weiße Linie, und hier sehen wir den S&P 500, und das fiel relativ gleichzeitig mit eben dieser Revision der Gewinnerwartungen für 2019. Da herrschte dann ein bisschen Panik und dann sind die Gewinnerwartungen zwar weitergefallen, aber die Aktienmärkte deutlich weiter gestiegen. Das macht durchaus auch Sinn, vor allem wenn wir uns eben dieses hier anschauen. Das ist der Grund, warum dem so ist. Global Liquidity, es sind die Notenbanken, die sozusagen die Stimmung hier aufrechterhalten. That's it. Also ohne das
Und ohne das Narrativ wird schon werden, egal, wir haben zwar eine weiter sich verschlechternde Situation, aber es wird dennoch irgendwie schon gut gehen. Und bisher ist der Handelskrieg ja noch nicht komplett eskaliert. Wir haben zwar nach wie vor die Zölle, aber es gibt eben immer wieder die Hoffnung, dass die Dinge sich schon wahnsinnig toll entwickeln werden. Schauen wir uns noch hier diese Grafik an, die zeigte, dass wir jetzt erstmals in der Industrieproduktion sowohl in den USA, Deutschland, UK und Japan alle gleichzeitig seit 2008 in einer industriellen Rezession. Industrieproduktion ist negativ, das wird sich auch früher oder später eben auf die Zahlen auswirken. Apropos Zahlen, wir haben heute eben endlich die Fortsetzung der Berichte. Und gestern waren ja nur ein paar aus der siebten Reihe von hinten links. Heute geht es jetzt richtig los. Wir haben alleine vier Dow-Konzerne, zum Beispiel Procter & Gamble, 12.55 Uhr, auch United Technologies im Dow, 12.55 Uhr, ebenso wie Travelers im Dow Jones. Und wir haben dann noch McDonald's, 14 Uhr, das wird auch wichtig, auch im Dow Jones, nicht im Dow Jones, aber auch sehr wichtig, 13 Uhr UPS, United Parcel Service. Dieser Logistiker, der Pakete transportiert etc. etc., da wird man auch gute Indikationen in Sachen Konjunktur bekommen. Nachbörslich heute dann Texas Instruments um 22 Uhr, morgen folgen dann Boeing, Microsoft, da kommen also dann auch ganz große Unternehmen, haben wir noch 16 Uhr. Die Verkäufe bestehender Häuser aus den USA, das als einzig wirklich relevantes Konjunkturdatum. In dieser Woche kommt aber noch einiges, zum Beispiel am Freitag aus Deutschland, der IFO. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, die Charts von Capital.com. Wir sehen den Dow aktuell bei 26.886 Punkten. Da ist nicht viel geblieben von dem Allzeithoch oder von der Nähe zum Allzeithoch, belastet gestern durch Boeing, die wieder knapp 4% verloren hatten. Da wird man sehr gespannt sein auf die Zahlen morgen. Aber es ist eben das Problem, dass Boeing offenkundig die FAA, die Flugaufsicht, da ein bisschen hinters Licht geführt hat. Und das ist natürlich nicht so hübsch. Jedenfalls hat Boeing hier Federn lassen müssen. Deswegen der Dow eben nicht so stark. Wir haben heute im asiatischen Handel, dazu kommen wir gleich, so eine kleine Kerze gesehen. Wir sehen hier den S&P 500 jetzt auf größerer Zeitebene bei 3012 Punkte. Hier sehen wir ein bisschen besser. Da ist im asiatischen Handel auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil Japan heute Feiertag hat, ging es so ein Kerzchen nach oben. Seitdem schläft man ein bisschen ein. Was macht das mit die DAX 12.781? Hier sehen wir dieses Gap. Da ist dann sozusagen wegen fehlender Liquidität einfach mal auch gar kein Kurs gestellt worden. Wir haben den Euro-Dollar ein bisschen unter den gestrigen Hochs 1,1155, Rücksetzer jederzeit möglich, aber insgesamt dürfte die Dollar-Story sich jetzt gedreht haben, dürfte also der Euro erstmal sein Tief gesehen haben. Wir sehen Gold bei 1485 und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das nicht wirklich vom Fleck kommt nach der Schwäche zuvor bei $53.31. Also hoffentlich passiert heute wieder etwas mehr durch die Berichtssaison. Es geht langsam los, morgen dann schon ein richtiger Höhepunkt. Donnerstag kommt Amazon, das wird auch sehr wichtig. Es kommen eben dann die Tech-Werte, da muss ich zeigen, der Abgleich zwischen dem, was erwartet wird und dem, was wirklich der Fall ist, der wird spannend zu sehen sein. Wir haben heute schon Zahlen von UBS gehabt, der Schweizer Großbank, nicht so toll, von Novartis schon besser. Also es wird sich jetzt ein bisschen mehr tun, hoffentlich. Die Liquidität ist wirklich ein Problem. Da ist irgendetwas im Argen. Das zeigt sich vielleicht eben auch am Repo-Markt, diese Turbulenzen, die ja nach wie vor nicht wirklich vorbei sind, obwohl die Fed reinbuttert. Das ist wirklich erstaunlich, dass da ein solcher Bedarf ist an Liquidität. Aber diese Liquidität kommt irgendwie nicht an die Aktienmärkte. Das ist das Thema. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen so herrlichen Dienstag. Bis dann, Servus und Ciao.